Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Norman Weiß und betreibe den Kanal Notizhefte. Falls du noch neu bist, dann überlege doch gleich mal auf den Abonnement-Knopf zu drücken. In meinem heutigen Video geht es um die Neuerwerbungen des Monats Juni. Ganz am Anfang des Monats habe ich dieses gewichtige Buch gekauft von C.E. Morgan, Der Sport der Könige. Ein episch breit ausgreifender Roman über zwei Familien, ihre Verbundenheit mit dem Pferdesport, die Rivalität, Weiß-Schwarz, Anziehung, Abstoßung über mehrere Generationen hinweg, war nominiert für den Booker Prize, ist mit anderen Preisen ausgezeichnet worden, gilt als einer der großen amerikanischen Romane, schon jetzt, und ich habe einiges Gutes schon davon gehört. Das ist eine lohnende, freilich auch zeitaufwendige Lektüre ist. Allerdings stehen ja nun die Sommerferien der etwas anderen Art bevor und ich glaube, da besteht Gelegenheit für mich, mich diesem Buch zu widmen. Das zweite Buch, das ich gekauft habe, ist dieses hier über Italien von Thomas Steinfeld, Porträt eines fremden Landes. Und ich habe das einerseits gekauft, weil mich natürlich Italien sehr interessiert. Und andererseits hatte ich vor einiger Zeit schon dieses Buch hier erworben über Frankreich. Fremdgewordenes Land, Streifzüge durch Frankreich. Und da dachte ich mir dann, dass es doch vielleicht ganz geschickt sein würde, diese beiden Bücher parallel oder zumindest hintereinander zu lesen, um der Frage nachzuspüren, was passiert ist. Warum Italien, der typische deutsche Sehnsuchtsort, und Frankreich, unser Nachbar, unser befreundetes Land im Westen, mit dem gemeinsamen karolingischen Erbe, warum uns diese beiden Länder fremd geworden sind und woran das liegt. Dort und hier. Und ich glaube, die zusammengefügte Lektüre dieser beiden Bücher wird sehr interessant sein. Also dies ist meine Juni-Erwerbung zu diesem Thema. Danach habe ich drei Bücher auf einmal gekauft. Und zwar einerseits dieses hier, Thomas Manns War von Tobias Boos. Ich finde es mal interessant, sozusagen den Blick der amerikanischen Germanistik auf eine zentrale Figur des deutschen Romans im frühen 20. Jahrhundert zu werfen. Und natürlich hier besonders eben Thomas Mann im Exil als entschiedener Gegner des Nationalsozialismus mit seinen Reden an die deutschen Hörer, aber eben auch mit den Reden an die Amerikaner, um sie aufmerksam zu machen auf die Zustände in Deutschland, um dazu beizutragen, dass die Stimmung sich für den Kriegseintritt wandelt. Also das finde ich sehr interessant, das aus dieser Perspektive einmal kennenzulernen. Und ja, wir werden sehen, wann ich dazu komme, aber eine herausfordernde und interessante Leseaufgabe, wie ich hoffe. Liviu Rebreanu, Der Wald der Gehängten. Ein Roman über den Ersten Weltkrieg mit einer für Deutschland eher ungewöhnlichen Perspektive, denn es geht um für deutsche Verhältnisse eine ungewöhnliche Sicht auf den Weltkrieg, denn hier geht es aus der Perspektive eines Rumänen, der in der österreich-ungarischen Armee dient, über diese Zustände. Ich bin gespannt. Als ich hineingeschaut habe, hatte ich den Eindruck, dass dies eine lohnenswerte Lektüre ist, die zur Abrundung meines Mammutprojekts 100 Jahre Erster Weltkrieg sicherlich positiv beitragen kann. Apropos Leseprojekt Erster Weltkrieg, dazu gibt es dann einige Blogposts auf meinem Blog Notizhefte www.notizhefte.com. Wer da interessiert ist, kann da gerne mal reinlesen. Und bei dieser Gelegenheit habe ich auch mitgenommen von Herman Melville, Moby Dick. Ich habe ja vor kurzem ein Video über
Romane gedreht, die auf Schiffen spielen. Da kommt das natürlich auch vor. Und ich habe es mitgenommen, das habe ich dort erwähnt, weil ich vor langer, langer Zeit eine Jugendbuchversion davon gelesen hatte und jetzt mal nachholen möchte, wie das Buch sich als Erwachsener in einer vollständigen Ausgabe liest. Die nächsten zwei Bücher habe ich mehr so im Vorbeigehen genommen. Einmal hier von Peter Gay, eine Biografie über Arthur Schnitzler oder beziehungsweise an der Person Arthur Schnitzler angelehnt, eine Längsschnittuntersuchung, das Zeitalter des Dr. Arthur Schnitzler, Innenansichten des 19. Jahrhunderts. Das passt dann ganz gut zu dem Buch über die Verbindung von Schnitzler und der jungen Frau, das ich im letzten Jahr gelesen habe und das, ich weiß gar nicht mehr, 8 oder 9 Jahre umfasste, kurz vor dem Weltkrieg, der Weltkrieg und ein paar Jahre danach. Das fand ich auch total spannend und sehr interessant gemacht und ich hoffe, dass dies eine gute Ergänzung zu jenem Buch ist. Und passt natürlich auch wieder zu dem Projekt Erster Weltkrieg, greift aber Gott sei Dank darüber hinaus. Und dann habe ich gekauft von Navid Kermani Entlang den Gräben, eine Reise durch das östliche Europa bis nach Isfahan. Kermani ist entlang den Gräben gereist, die sich gegenwärtig in Europa neu auftun, von seiner Heimatstadt Köln nach Osten bis ins Baltikum und von dort südlich über den Kaukasus bis nach Isfahan, der Heimat seiner Eltern. Mit untrüglichem Gespür für sprechende Details erzählt er in seinem Reisetagebuch von vergessenen Regionen, in denen auch heute Geschichte gemacht wird. Das wurde ja viel gelobt, unter anderem als Horizonterweiterung und auch das kann man brauchen, vor allem auch, wenn man selber vielleicht nicht so viel reisen kann in diesem Jahr wie sonst üblich und insofern das auch eine Lektüre, auf die ich mich wirklich sehr freue. Dann hat mir der Diogenes Verlag dieses Buch hier als Rezensionsexemplar zugeschickt, Astas Tagebuch von Barbara Wein. Barbara Wein, das ist ja eine der Autorinnen, Figuren von Ruth Rendell, einer Krimi-Autorin. Und hier ist es etwas anderes. Einsam im fremden England vertraut Asta, eine junge Dänin, ihre Freunde und Nöte einem Tagebuch an. Probleme mit dem Mann, ihre Bemühungen um Eigenständigkeit, das Nahen des Ersten Weltkriegs. Kein leichtes Schicksal, wäre nicht Swanny ihre Lieblingstochter. Doch ist sie überhaupt Astas Tochter? Es scheint da Verbindungen zu einem skandalösen Mordprozess zu geben. Eine brillant geschriebene, trickreiche Montage aus Tagebuchnotizen, Familiengeschichten, Prozessberichten und Dialogen, aufregend bis zur letzten Seite. Ich bin sehr gespannt und dafür gibt es dann natürlich auch ein separates Rezensionsvideo. Bei meinem letzten Besuch in der Buchhandlung am Bayerischen Platz für den Monat Juni habe ich dieses Buch gekauft und die Buchhändlerin war begeistert, dass es kaum, dass es gekommen war, schon jemand haben wollte. Warum lesen? Mindestens 24 Gründe. Dies ist ein Lesebuch und ein Buch über das Lesen. Eine Anthologie, die das Welt- und selbsterschließende Abenteuer des Lesens beschreibt, seziert und feiert. Ausgehend von ihren literarischen oder wissenschaftlichen Arbeiten nehmen sich 24 Autorinnen und Autoren die Freiheit, das Thema auf ihre Weise zu behandeln. In Gestalt einer Theorie, einer Erzählung, einer Kindheitserinnerung oder als Streifzug durch die eigene Bücher- und Lesegeschichte. Und da sind dann natürlich Surkamp-Autoren, die eine Rolle spielen, Clemens J. Setz, Katja Petrovskaja, Andreas Reckwitz, Friederike Mayröcker, Marcel Bayer, Eva Illou, Annie Ernaux, Rachel Kusk, Jürgen Habermas und, bis die 24 voll sind. Warten wir mal ab. Klingt sehr, sehr interessant und bin gespannt, welche unterschiedlichen Perspektiven und vielleicht welche übereinstimmenden Ergebnisse die Lektüre zutage fördert. Und dann war ich wieder mal bei Dussmann. Geschrieben hat das Buch Margaret Kreiner, von der es heißt, sie hat sich immer wieder mit außergewöhnlichen Frauenleben beschäftigt. Zuletzt erschienen die erzählten Biografien auf Freiheit zugeschnitten. Emilie Flöge, Modeschöpferin und Gefährtin Gustav Klimt, Charlotte Behrendt-Korinth und Lovis Korinth, ich will mir selbst gehören. Und Charlotte Salomon, es ist mein ganzes Leben.
Und da bin ich gespannt, was die Autorin zu dieser Frauengestalt zu sagen hat. Denn die Wiener Moderne ist eine kulturgeschichtlich extrem wichtige Phase. Und als ich im letzten Jahr in Wien war, habe ich ja über die Wiener Frauen und die Frauen in der Kunst und Ausstellungen besucht und fand da viele anregende Hinweise. Und eine der Spätfolgen sozusagen ist dieses Buch, auf dessen Lektüre ich mich auch sehr freue. Das waren die Bücher, die ich im Juni gekauft habe. Kennt ihr eins der Bücher? Habt ihr schon eins gelesen? Von welchem Buch würdet ihr gerne mehr erfahren? Würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt und wir darüber in Austausch treten können. Auf alle Fälle wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zu meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.